Er war Weltmeister und ist wieder Weltmeister. Im Windeln wechseln. ja, stimmt. Ich kann schon fast einhändig. Ja, und einhändig. Auf schnell. Also, bring uns mal auf dem Laufenden. Du bist Familienvater und hast zwei Buben. Zwei Buben, ja genau. Mittlerweile der eine 21 Monate alt und der zweite 4 Monate alt. Also, jetzt geht es ziemlich zu daheim. Also, eigentlich hat jetzt die Frau drei Buben daheim mit mir. Ja, du wirst nie erwachsen, das ist mir völlig klar hier. Aber das beschäftigt dich ganz schön. Hast du überhaupt noch Zeit, um was anderes zu machen? Ach, ja, schon. Das ist ja sehr schön. Auch irgendwann schlafen ja die Buben auch mal und da muss ich halt die Zeit nutzen. Ich komme halt ein bisschen weniger zum Schlafen, aber es ist ja sehr schön. Man teilt sich jetzt die Zeit ein bisschen anders ein. Man tut nicht mehr immer das, was man will. Das habe ich früher eigentlich sehr lang da, jetzt ist einmal eine andere Zeit da. Und es macht ja wirklich Spaß einmal. Ich habe mir nicht gedacht, dass eigentlich zwei so kleine Stoppeln einmal dein Leben bestimmen werden, aber jetzt ist es ja so und es ist das Interessante, man tut es gern. Also vor 10, 15 Jahren hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, dass Andreas Goldberger so ein unglaublich guter Familienvater ist. Na doch, vorstellen habe ich mir schon immer können. Ich habe mir es auch immer sehr gut vorgestellt. Aber immer rausgeschoben. Nein, zu dem Zeitpunkt ist es einfach nicht so. Aber jetzt glaube ich, man braucht da die gewisse Zeit, die Reife. Jetzt, früher wäre es für mich eine Belastung gewesen und jetzt ist es einfach schön. Jetzt ist es einfach für mich eine Bereicherung im Leben. Goldi, der Florian Horst, unser Kameramann, ist Vorspringer. Wenn es jetzt ein direktes Duell gäbe, Goldberger gegen Horst, du springst auch noch. Ja, sicher. Hey, ich bereite mich halt voll auf die Vierschanzentournee. Das war ja sicher. Ja. Vierschanzentournee und Kulm bin ich wieder am Start und da brauche ich noch ein bisschen Training. Deswegen, aber wenn man das so anschaut, eigentlich hätte ich hier die Ski mitnehmen sollen, weil da machen die Vorspringer sehr viele Sprünge, weil die Witterungsbedingungen eigentlich die Vorspringer da sehr beanspruchen. Also momentan ist er ein bisschen im Trainingsvorteil. Ja. Wenn du ihm 10 Luken mehr gibst, schlägt er dich. Ja, das ist schon klar. Also, das sind alle gute Leute, die Vorspringer. Das ist nicht so. Die sind schon sehr gut. Und wenn man jeden 10 Luken mehr gibt, dann kommt man vielleicht in der Weltklasse auch noch ein bisschen mitholen. Aber so ist es nicht. Aber nein, es sind wirklich jeder Mensch, der was über so Chancen aber springt, der ist gut. Das ist so. Goldi, du bist ja nun Hans Dampf in allen Gassen. Was machst du außer der Vorspringerei, außer dem Windelnwechseln? Was liegt da noch an? Goldis Camp ist da? Ja, Goldi Cup und Goldi Camp ist ganz wichtig für mich einfach, weil ich sage, weil Skispringen ist einfach so ein klassischer Sportart. Wir tun selber noch gern, wir schauen gern zu und ich möchte, dass es in Zukunft so ist und dass in Zukunft auch die österreichischen Adler und den Deutschen ein bisschen Parole bieten können. Da machen wir wieder den ganzen Winter den Goldi Cup. Das heißt, wir schauen, dass man wieder junge Skispringer und Skispringerinnen zum Skispringen bringt und vor allem generell zum Sport bringt und zum Skispringen. Und die, die nicht da anfangen, die werden wir dann natürlich ein bisschen unterstützen am Weg vielleicht wirklich einmal wieder zum Weltcup. Schöne Werbung gemacht. Ja, danke, und, muss man. Ja, ist schon recht. Und trotz Schlierensauer und trotz Kraft, Goldberger ist nach wie vor eine Nummer in Österreich. Ja, ich hoffe es. Und das habe ich jetzt gesagt. Es ist aber auch schön. Ich freue mich schon wirklich wieder auf die Vierschanzentournee, wenn man wieder dorthin an die Städten da hinkommt und wenn die Leute dann erkennen und auch feiern, das ist schon auch wieder. Dann merkt man einfach, dass das anerkannt wird, was wir eigentlich in seiner Zeit geleistet haben, dass die Leute das gern gehabt und die gern mögen. Und irgendwie zeigt es dann ein bisschen über eine Persönlichkeit, wenn man wieder wo hinkommt und da ist man noch. Auch nach langer Zeit wieder willkommen, das gefällt dann doch schon. Dann weiß man hat doch ein bisschen was richtig gemacht im Leben. Und um einen habe ich ja damals sogar als Co-Kommentator, als Experte bei mir gelandet, damals bei Eurosport. Nur mir fehlte eine Million an Honorar. Ja, Goldi. Ich meine, der ORF ist ja so reich. Lass dir's gut gehen. Ja, danke. Ich hätte es gern gemacht. Ich glaube, er war super.